Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei GTA 5. GTA 5 hier völlig aus dem Niemandsland. Ja, guck mal, hier. Krankenhaus. Also sowas ähnliches wie ein Krankenhaus. Eine kleine Klinik. Ja, neue Session. Und als ich gestartet habe, bin ich halt hier gelandet. In der letzten Folge waren wir noch auf dem Dach. Es war Nacht. Interessant. Sowas geht auch nur in einem Videospiel. Okay, wir brauchen jetzt eine Knarre. Blödsinn. Wir brauchen... Hör ich dann Hubschrauber? Nein. Wir brauchen ein Fahrzeug. Also wo müssen wir überhaupt hin? Das müssen wir jetzt mal als erstes gucken. Wir hätten hier ein Fragezeichen. Da geht's zu Trevor nach Hause. Ich würde mal sagen, wir gehen nach Hause. Im Zweifelsfall ist das nie schlecht, wenn man nach Hause geht. Also noch besser ist, wenn man nach Hause fährt. Da stehen ein paar Leute rum. Es ist ja eigentlich nicht weit. Hier noch die Straße lang. Da vorne steht eh schon das Auto. Da brauchen wir keine Karre klauen. Da machen wir mal einen gesunden Dauerlauf. Das ist ja auch gut. Denn so kriegt man Kondition, hieß es mal. Ausdauer halt. So, das müsste eigentlich unsere Behausung sein. Ja, da ist schon Ron. Ja, ich komme. Brennt's? Was ist los, Ron? Sie waren hier für dich. Für dich. Wer war hier? Die Bikers. After you killed Johnny Kay? And they damage my stuff, huh? They smash up my home, damage my soul. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny Kay meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic, midlife crisis, hog riding, shaven headed, fruity leather, chapped wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor. They are. They're chap-wearing assholes. Wait, you little shit. Whoa. Hey, Michael fucking Townley, right? Bitch wife, two kids, 45. Find them. Los Santos is a big place, Trevor. There's lots of people. You are fucking useless. Huh? Find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you, Wade. Now smile. Yeah, right? That's better. Run along. Now, Ron, shall we go? I cannot believe that they fucking destroyed my statue of impotent rage. The cheek, huh? The fucking cheek of it. Ja, wirklich eine Frechheit. Haben Sie seine Figur? Stop at ammunition. You're meeting me at the Lost MC's airfield. Okay, seine Figur kaputt gemacht. Och, und ist halt schon ein Arsch, der arme Wade. Oder wie heißt der Kerl? Der muss immer leiden. Oh je. So, aber der sah dafür extrem geil aus mit seiner Maske. Also, er sah nicht mal geil aus wegen der Maske. Ja, klar, wegen der Maske, aber ich meine mehr extrem realistisch. Das ist ja krass. I'll come in your ear when I get a hold of you. Oh, what are you buying at the gun shop? I'm not buying anything. I need a sniper rifle with a high-power scope. They say they support local falsch. Business. Well, we're about to find out if that's true. Völlig falsch. Heiliges bisschen. Nee, ich meine, sobald sie halt nicht unbedingt, sag mal, wo fahre ich denn hier rum? Sobald sie nicht Hautfarbe darstellen müssen, sieht's halt relativ schnell sehr gut aus. So, ich bräuchte, glaube ich, einen Kompass. Jetzt. Heiliges bisschen. Sobald man labert und denen zuhört, ah, da ist er ja schon, der Ammunition. Dann gehen wir mal gucken. Eben, sobald sie halt Hautfarbe nicht machen müssen, sondern eine andere Farbe, zum Beispiel weiß, warum komme ich hier nicht weg? Dann ist schon krass, wie weit man halt mittlerweile ist mit der Grafik, muss ich schon sagen. Also der Wade sah jetzt wirklich klasse aus. Wie fühlst du dich über Brand Synergy, huh? TP Industries, Ammunition. Good, because you're about to make a corporate gift of a rifle, a high-powered scope, and a suppressor. Take whatever you want, Trevor. I can't afford another fire. Okay, wir kriegen gratis ein Sniper-Gewehr. Habe ich das richtig verstanden? That's the rifle I need. Okay. Gratis. Wow. You'll do nicely. You got a scope and a suppressor for this? Okay, Scope und Suppressor. Suppressor müsste Schalldämpfer sein. It'll be quiet as a mouse. Gekauft und ein Zielfernrohr, sogar ein verbessertes vielleicht. I know you sold Cletus's gun and he ain't got three brain cells. So, reicht das? Ne, ein bisschen Munition noch.
Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja, 1000 Schuss müsste reichen beim Scharfschützengewehr, bis man da mal 1000 Schuss rausgebrettert hat. Ja, so, komme ich hier wieder raus. So, gut. Danke. Hat's gebrannt bei dir. Das ist natürlich schlecht. Ja, warum es da wohl gebrannt hat. Steig auf das Quad. Jetzt bin ich raus, okay. Ist es jetzt schon wieder dunkler geworden? Nö. Doch, guck mal. Das geht ja schnell hier. Okay, kann man speichern, dann machen wir das. Steig auf das Quad. Wir steigen. Bewaffnet mit unserem Scharfschützengewehr. Und wieder ab zu Ron. Vielleicht finde ich den ein bisschen besser, wie wir jetzt hier den... Ron, I got the gun. Meet me at the water tower just north of the airfield. Roger that, Trevor. But you gotta look out, because there's bikers all over this airstrip. Of course there are. Two planes are touching down at the field on a weapons run. We're gonna wait till the right time and appropriate them. Yes, we are. Where are you, man? So, hier müssen wir irgendwie durch. Okay. Was für ein Gebirge. Da haben wir doch einen Wassertower. Boing. Ja, sobald ich hier ums Quad rumgekommen bin, kletter auf die Spitze des Wasserturms. Das klingt gut. Ein Snipergewehr und Höhe. Should give you the time to plan a route to the gas tank you're rigging up to blow. Really? Aha, okay, hier werden wir schon erwartet. Und da wird's tiefste Nacht, okay. The time is right. Go on, my son. What are you waiting for? Go over there. Get in amongst it. But Trevor, I told you, if they catch you, I'll have you dead before the torture gets too unpleasant. Ich denke mir, den behalten wir mal im Auge. So, und jetzt wird gesnipert, geil. Park it and don't let him spot you. Can you see me, Trevor? Trevor? Jo. Ich kann nicht winken, ich habe ein Gewehr in der Hand. One of these assholes is having a seizure or something. That's me. Don't shoot. Nö, nö. Well, get a move on. I'm moving. Just keep me covered, okay? Man könnte ihm ja den Hut vom Kopf schießen. Aber ich glaube, das versuche ich besser nicht. Sondern wir konzentrieren uns hier mal... Oh, da steht zum Beispiel einer. Soll ich den wegmachen? Der trinkt gerade ein Bierchen oder irgendwie sowas Schönes. Ah, okay. Da müssen wir den Bierchentrinker doch wegmachen. Na, Ron? Ja, da kommt jemand. Die Lichter über dem Turm. Ja, wo? Was? Die? Das wären Lichter über dem Turm. Ja, mein Gott. Oh Gott. Klar. Jetzt. Da war was im Weg hier. Nicht erwischen. Okay. Ja, nu? Ah, okay. Ist weg? Da unten ist noch einer. Der ist schon weg. Oh, da oben. You're in my crosshairs again. There's no one left to kill, so get over to that gas tank and plant the bomb. I can't. There's someone coming out of that building. I can hear him at that far door. Wo? Oh. Someone's coming out the far door, man. There's another guy. Da ist noch einer, okay. Good kill, Trevor.
cool. Das ist mal eine geile Mission. Nicht irgendwie Randale. Aber da kommen doch bestimmt noch mehr. Ich halte. Okay, oh, da kommt. Ein Hubschrauber. Ach, du grüne Neune. Chopper, everyone's gonna know we're here. Try and hit the pilot when he's settled. They might think he crashed. Okay, den Piloten ausschalten, wenn er in der Luft steht. Mist. Jetzt. Bam. Hilfront den Flugplatz zu sichern. Wir helfen sichern. Hier hinten irgendwo, okay. Da ist aber das Snipergewehr. Der Plan mit... der Plan. Das Snipergewehr wahrscheinlich nicht unbedingt das Beste. Kann das sein? Wir nehmen hier mal das hier. Mit... Suppressor. So, erstmal hier. Oh, da. Ja, das sind ja tonnenweise Leute. Hier noch einer. Der ist schon tot, okay. Fuck you too. Wo seid ihr denn? Na. Ich sehe sie doch auf der Map. Da hinten versteckt. Ja, den treffe ich so nicht. Ah, da ist noch einer. Ich möchte hier außen rum. Vielleicht da hoch, das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Oder mal ein bisschen rüber hier. Da. Ich höre nur Fuck you und sehe sie nicht. Ich könnte vielleicht den Plop mal noch nehmen. Den Plop. Den Granatwerfer. Da hinten schießt sie auch noch. Okay. Na, guck mal nach vorn. So. Hier hinten ist irgendwie noch einer. Da ist noch jemand. Laut Map. Ach so, der lebt noch. How the fuck are you? Fine, Uncle Sam. Thank you. See you soon. Das sind doch ein paar. Das ist irgendwie... I'm hoping this change of management will be as painless as possible. Ich muss mich mal bewegen. Hilft ja nichts. Genau, und daneben die ganze Zeit. Heiliges bisschen irgendwie die Maus hier, die ist... Quark auf Deutsch gesagt. Oh, nicht. Oh, dann habe ich noch eine Maus mit verschiedenen Tasten. Das ist natürlich auch idiotisch. Oh, das ist das falsche Ding. Nicht auf die Nähe den Granatwerfer nehmen. Das ist idiotisch. So, jetzt aber. Der lebt noch. Nein! Oh. Ich habe es gerade noch gesagt, nicht auf die Nähe den Granatwerfer nehmen. Das ist irgendwie die Maus, die ich hier habe, die hat auf der Seite noch so Tasten. Das ist natürlich doof und die Tasten sind offensichtlich, merke ich gerade, belegt. Ja, mit Waffenauswahl, wenn ich jetzt wüsste, welche, wie, was, wo, okay. Aber so greife ich dann natürlich immer mal wieder zum Granatwerfer. Und der Granatwerfer ist natürlich auf Deutsch gesagt, nicht huben. Idiotisch, wenn es hier auf die Nähe in den Nahkampf geht. Halt. So, gucken wir uns das nochmal in Ruhe an. Sind das jetzt nochmal alle? Ja. Schöner Käse. Nochmal die ganze Bagage am Hals. Da kommt auch noch einer runter. Das war eben die Frage, ob ich da nicht vielleicht rauf kann.
Der kam mir dann doch ein bisschen zu nahe und die sollten vielleicht hier das Ding nicht treffen. Das wäre sonst... Oh, da ist... Dankeschön. Na, wo seid ihr? Da hinten irgendwo. Ich sehe euch noch nicht. Ah, da. Okay. Das wäre jetzt aber doch mal noch für den Granatwerfer eine Aufgabe. Jemanden erwischt? Sieht nicht so aus. Vielleicht doch mal Deckung. Aber da kann ich halt nicht vernünftig schießen. Da muss ich warten, bis sie kommen. Das ist natürlich auch Käse. Da. Nicht wieder Mausrad. Nö, nö, nö. Was habe ich jetzt genommen? Der lebt noch. Heiliges bisschen, bis ich den treffe. Ja, ja. Take off. Du takest gar nichts off. Der kommt hier hinten rein. Ich höre ihn schon. Nicht nachladen. Ach, das ist doch nö. Das ist jetzt aber nicht wahr. Oh Gott. Er lädt genau nach, wenn er vor ihm steht. Ja, okay, Leute. Das machen wir nochmal. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge und dann mit einem neuen Plan. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.